Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein ungewöhnlicher Lehrmeister anzunehmen bei Derrick Segler in Bovalus, an dieser Position bzw. in diesem Gebiet. Der patrouilliert ja hier ein bisschen umeinander in seinem Garten, ist eine Kräuterkunde-Quest. Angeblich laut Internetinformationen verfügbar ab Kräuterkunde von Cultivars 30. Allerdings ist sie, glaube ich, erst ab Stufe 120 verfügbar, also wenn euer Charakter 120 verfügbar ist. Was kann ich für euch tun? Ist die Vorquest für die Quest Akundas Biss Rang 2. Hab die Quest auch schon gleich mal angenommen. Nun darf ich mich nach Voldun begeben. Ich glaube, die einzige Möglichkeit dahin zu kommen ist durch die Kriegskampagne. Also wenn, ja, eigentlich schon durch die Kriegskampagne kommt man dahin. Ich weiß nicht, ob Hexenmeister-Pots funktionieren oder so. So. Also, wie ihr seht, ist das von der Seite der Allianz. Die Hortler haben, glaube ich, die gleiche Quest. Die sind aber schon in dem Gebiet, wo sich Patu aufhält. Bin hier bei Großadmiralin Jess Dredd. Das solltet ihr auch kennen. Die ist hier. Auf diesem Schiff. Wähle nun Voldun aus. So, da bin ich auch schon. Nun darf ich mich hierhin begeben. Ich habe zwar schon diesen Flugpunkt, aber ich werde so hinlaufen, weil ich glaube, es wird euch nichts bringen, wenn ihr mir zuschaut, wie ich einfach dahin fliege. Ich glaube, der Sinn davon, dass diese Quest erst ab 120 verfügbar ist, und obwohl die vorige Quest, glaube ich, schon viel früher anzunehmen ist, ist, dass ihr danach für die vorige Quest von ein ungewöhnlicher Lehrmeister in ein Gebiet müsst, wo 120er Mobs sind und da habt ihr wenig Chancen mit Level 111 oder so. Natürlich kann euch ein Freund helfen oder Gildenmitglieder, die Mobs zu beseitigen. Aber ob das sinnvoll ist, kann ich nicht sagen, weil um Akundas Biss zu farmen, müsst ihr in diesen Gebieten umherlaufen. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht allzu viel edde. Das wäre nicht so toll. Unsere Spione haben in diesem Gebiet eine gefährliche Bedrohung ausgemacht. Weltquest interessiert mich nicht. Normalerweise, glaube ich, sind hier auch noch Mobs. Die wurden anscheinend gerade beseitigt. Glück für mich. Nun kann man hier schon nach links abbiegen oder die nächste Abzweigung nach links. So mache ich es. Habt ja meinen Weg verfolgt. Ich schneide nichts weg. Und für die Folgequest müsst ihr in dieses Gebiet. Und selbst wenn ihr Stufe 111 seid oder 114, 117, die Gegner sind fest 120, also zumindest war es bei mir so. Gleich bin ich auch schon da. Und hier ist Patu. Mache hier die Map auf. Laufe hinein. So, Quest ist abzugeben bei Patu.
in Voldun an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.